Tipps uns beim Ausziehen? Ja, beim Ausziehen. Ausziehen. Hallo ihr Lieben, hier ist Michael und ja, es gab lange keinen Vlog mehr, aber heute ist es endlich wieder soweit, denn heute ist Premiere in Essen im Rathaustheater mit dem Stück Hello Again und ich spiele dort den Studenten. Ich bin da ganz kurzfristig eingesprungen und zwar ist das mit der Folkwang-Universität, wo ich auch Musical studiert habe, eine Kooperation und wir werden heute in 4 Stunden genau die Premiere auf der Bühne haben. Hätte ich dich anderswo kennengelernt. Und vor einer Premiere hat man immer ein bisschen was zu tun. Man schreibt nämlich Karten den Kollegen. Ich habe hier ganz viele Karten gekauft. Mr. Lover. Es geht nämlich um Sex in der Show. Es geht um Sex. Ja, und ich habe da noch ein paar Pastillen für alle besorgt. Passend zur Thematik. Ich muss jetzt allerdings erstmal die Karten schreiben. Und da kriegt natürlich jeder eine persönliche Widmung und so. Jetzt geht's auf ins Theater, um nochmal den Text und alles durchzugehen. Ich hatte ja nur sehr wenige Proben mit denen. Insgesamt hatte ich 3 Durchläufe mit denen. Also einmal ohne Requisiten und Bühnenbild und 2-mal auf der Bühne. Das war es eigentlich schon an Proben, die ich so mit denen hatte. Und ja, ich hoffe, dass alles gut geht. Toi, toi, toi. Aber ich bin ganz guten Mutes. Die Kollegen sind alle super. Wirklich, obwohl die jetzt alle noch Studenten sind, sind die schon echt richtig, richtig gute Darsteller. Und es macht echt mega Spaß, mit denen zu spielen. Ja, und jetzt auf ins Theater. So, jetzt bin ich hier im Theatersaal und es werden noch ein paar Sachen geprobt auf der Bühne. Anderes Leben und andere Zeit. Dann wär dein Kuss betörender. Es wäre besser mit einem zarten, einem sanften, einem jungen, einem ganz wie ich da. Das ist meine Garderobe. Hallo, ich und das ist die Sarah. Gefeiert. Yay! Guck mal, die Sarah hat auch deutsche Toys gemacht. Das gehört nämlich dazu, ja? Mhm. Das muss man immer machen. Habe ich die alle hier so hingelegt, aber ich sehe, da hatte einer die gleiche Idee wie ich. Skandalös. Da noch welche. So, ich muss noch Premierengeschenke machen. Das sind die Kollegen, die nicht gut vorbereitet zu so einer Premiere kommen. Der Penis ist unverlustig. Die müssen das dann schnell hier noch machen, aber ist in Ordnung. Guck mal, ich habe Blachgummis gekriegt, dann habe ich Puffreis bekommen, ein Bussi, ein Bild, ein Glücksschwein und so. Hier sind noch Karten. Das ist von meiner Krankenschwester, der Karin. Lieber Michael, mein liebster Student-Alumni, ich wünsche dir eine wundervolle Premiere sowie weitere geile Shows. Ich finde es toll, dich dabei zu haben. Es macht einfach so viel Spaß. Du bist eine echte Bereicherung und ich bin froh, mit dir spielen zu dürfen. Von deine Nurse. Oh, das ist voll süß. Oh. Ich hab gerade ein Jetzt laufe ich zur Bühne in meinem Kostüm. Ich habe einen Schlafanzug an. Ich bin nämlich in der ersten Szene der Student im Bett. Und hier geht's jetzt zur Bühne. Da ist nämlich jetzt gerade Soundcheck. Und die Alina, die hat heute Geburtstag. Lass dich nochmal drücken zum Geburtstag. Danke. Alles Gute.
bitte. Hallo. Ja, stimmt. So, was ist denn das eigentlich für ein Ding? Okay. So, das letzte Mal den Text noch durchgehen. Ich bin gerade von der Bühne gekommen. Meine Szenen haben super geklappt, super. An einer Stelle war ich ein bisschen früh, aber sonst war es gut. Er war umwerfend. Ja, es gab sogar Szenenapplaus. Unfassbar. Und ihr wart auch alle unfassbar. Super, super. Ja. Da ist man ganz happy, wenn man das erste Mal hinter sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes. So, Elias, wie liefen deine Szenen so? Ultra-Affentitten-geil. Ultra-Affentitten-geil. Der Elias spielt nämlich einen Soldaten. Jawohl. Und einen Seemann, ne? Ja, Matrose, ja. Und guck mal, was er jetzt für Schuhe an hat. Deswegen ist er so groß. Ja, das ist jetzt der geht's in die 70er. Guck mal, was wir anhaben. Schlaghosen. Und, ja, wird auf jeden Fall jetzt 70er-Jahre mäßig im zweiten Teil. Ja. Erst geht die Titanic unter und dann dancen wir. Genau. Wie das so Sinn macht. Wie das so Sinn macht. So, jetzt wird hier umgebaut gerade. Was machen wir jetzt? Wir schieben das Ding. Schieben das Ding zu zweit. Das machen die eine Hälfte auch mit. Und da sitzen immer noch Leute. Da sitzen noch Leute. Wir können uns aber nicht sehen. Weil nämlich da ein Vorhang dazwischen ist. Die sind mega schwer, die Teile. Jetzt werden die noch hingeschoben. Auf die Bühne. Und ein Stand. Oh, Scheiße. Warte, ich muss doch hier. Ich muss jetzt hier. So weit. Jetzt. Einfach mal mit dem Licht so rein. Oh, das gibt hier noch. Darf hier dann noch eins? Ja. Du darfst zwei, weil du so einen schönen Bart hast. Guck mal. Auf einmal sieht er aus wie Franz Josef. Schön. Das war mega cool. Das hat richtig gut hingehauen und es war echt mega, mega gut. Alle sind super happy und das ist die Hauptsache, ne? Michi ist der Beste! Ich hab's beim Ausziehen. Ja, beim Ausziehen. Oh. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Oh, bei den Marvin hat auch geil. Auf einmal ist er wieder ein anderer Mensch, ne? Oh, wow. Oh, mein Gott. Das Schöne ist, dass die Kleber danach auf der Haut drauf bleiben. Das heißt, für das optimale Waxing einfach von oben nach unten abziehen. Jede Pore wird, aua, 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 ach, mit abgezogen. Auf in die Klamotten und auf die Aftershow-Party. Ach, du filmst du, dass wir wieder lang umstellen. Ja, das wollen die Zuschauer sehen. Guckt euch den mal an, Hallöchen. Dann geht die Abonnentenzahl direkt nach oben. Show gelaufen, ab ins Foyer, da gibt es jetzt noch so einen kleinen Umtrunk und so. Und ja, das war die Premiere von Hello Again mit der Volkwang. Also ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Bis dann und tschüss. Hätte ich dich anderswo kennengelernt. Anderes Leben und andere Zeit. Also das ist so, das war so, wir brauchen hier noch 80 Gramm.